Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Meine Kurse findest du auf liebeschipp.de. Wir haben jetzt auch, habe jetzt gerade keinen hier, so Liebeschipp-Beutel endlich, findet ihr auf der Homepage und auch auf den Kursseiten. Und es gibt eine Liebeschipp-Party am 25.09. in Berlin, komm noch mit dazu, für die Leute, die auf das Bootcamp kommen in Berlin, umsonst übrigens die Party und genau. Ja, wir haben eine Frage wieder, kann man eine toxische Beziehung retten? Hallo Christian, mein Verlobter und ich, also wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht wohl ein Formular auf liebeschipp.de, sind seit 3,5 Jahren zusammen und wollen diesen Sommer heiraten. Doch zwischen uns eskalierte es häufig in heftigen Auseinandersetzungen aufgrund schlechter Kommunikation beiderseits. Vor kurzem bin ich ausgezogen und wir haben uns versöhnt ausgesprochen und dabei festgestellt, dass wir eine toxische Beziehung geführt haben, in der wir beide toxische Verhaltensweisen an den Tag legten. Wir bleiben vorerst zusammen, aber in getrennten Wohnungen und die Hochzeit haben wir auch vorerst abgesagt. Sicherlich eine gute Idee, wenn das so läuft. Wir haben uns geeinigt, dass wir die Zeit allein nutzen, um jeder für sich sich unseren Ängsten zu stellen und mit uns selbst zu konfrontieren. Und uns endlich von diesem psychologischen Dreck aus psychischen Traumata, Ängsten und Selbstzweifeln reinzuwaschen. Ich liebe ihn und habe schon ein paar Arbeitsschritte unternommen. Mir ist schon klar, dass es keine Erfolgsgarantie gibt und es trotzdem noch auseinandergehen kann, weil vielleicht kann es ja auch klappen. Hast du schon mal Fälle erlebt, in denen beide Partner gemeinsam es geschafft haben, ihre toxische Beziehung zu heilen? Also was ich als toxisch bezeichne, habe ich das noch nie erlebt. Für mich sind toxische Beziehungen liebessüchtige Beziehungen. Also steht vor allem dieser Suchtaspekt im Vordergrund. Ja, dass man geradezu abhängig wird vom Partner, habe ich nie erlebt, dass sich das reguliert. Jetzt ist aber mittlerweile das Problem, dass, wie schon beim Thema Narzissmus, auch der Begriff toxische Beziehung, den wir auf diesem Kanal schon viele, viele Jahre pflegen, bevor er überhaupt modern wurde, dass der natürlich auch, wie alle diese Begriffe, zu breit genutzt wird. Und wenn das jetzt heißt, ihr habt einfach so eine, wie ich das nenne, eine überaktivierte Beziehung, wo es mal, wo ihr sehr schnell angetriggert seid und habt eine schlechte Kommunikation und oder seid nicht komplett ehrlich zueinander oder. Ja, also klar, kann man, ist jetzt schwer zu sagen, von außen, aber da wäre eigentlich der korrekte Weg, eine Paartherapie zu machen. Ne? Also ob das jetzt so sinnvoll ist, da sich komplett zu trennen und auseinanderzugehen. Jeder geht seiner Wege, wo alles Mögliche passieren kann. Weiß ich nicht, aber es, bei den wenigen Sachen, die du geschrieben hast, schwer zu sagen. Jetzt zu wirklich toxischen Beziehungen, also liebessüchtigen toxischen Beziehungen, wird in der Literatur mal ab und zu, liest man sowas, da wird auch sowas dann empfohlen, wie, was ihr macht, also dass man dann sagt, okay, man muss diese Sucht erstmal brechen und geht mal auseinander und bricht diese Sucht und dann guckt man wieder zusammen. Ich habe das noch nie erlebt, scheint mir auch eine theoretische Möglichkeit zu sein. Also wenn ich jetzt Koks nehme und mache einen Entzug von Koks und nehme wieder Koks, dann bin ich ja wieder süchtig. Also scheint mir eher eine theoretische Möglichkeit zu sein, aber mein Gott, die Welt ist bunt. Was ich auch mal gehört habe, ist, dass von einem Paar, dass die beide Therapie gemacht haben und ich weiß nicht was, und dann ist die Anziehung komplett verloren gegangen. Weil man muss sich mal vorstellen, wir haben ja eine Frequenz miteinander und auf dieser Frequenz haben wir uns zusammengefunden. Wenn jetzt jeder wie verrückt an sich arbeitet und seine Frequenz ändert, warum sollte das dann zufällig wieder genau passen? Ne? Das ist immer so, denkt man immer sich so schön. Also ich bin ja ein großer Fan von Weiterziehen, aber klar, wenn ihr jetzt sagt, es muss jetzt aber unbedingt sein und wir wollten ja eigentlich heiraten, sicherlich gut, dass es vor der Heirat passiert ist. Das ist ja wirklich, da freue ich mich für euch auf jeden Fall. Aber gut, ich kenne den Fall jetzt nicht, aber so bauchgefühlmäßig würde ich da jetzt echt da sicherlich relativ skeptisch, aber ja, ist dein Leben, du entscheidest das und genau. Ja, gut, genau, gibt noch Möglichkeit, das haben wir heute 12. gerade noch so in den Liebeschip Advanced, nee, Selbstliebe Challenge Advanced einzusteigen, Ex-Detox-Kurs.
Selbstliebe Challenge soll es erstmal ein bisschen nicht mehr geben. Wollte ich nochmal reingucken. Also wäre nochmal eine Chance, das zu buchen. Und es gibt auch noch diese Aktion mit den Bootcamps. Hamburg, Berlin und Murnau. Murnau und Hamburg sind auch schon recht gut gebucht. 50 € Rabatt mit dem Code Sommer50 schreibe ich auch nochmal unter dieses Video. Und wir werden uns bald wiedersehen.